in tiefem Öl gebraten. Okay. Jo Leute, willkommen zu meinem Video. Und heute testen wir Chipsoys Chips. Viel Spaß beim Video. Gibt es eigentlich schon viel länger, aber die hatten jetzt eine neue Sorte rausgebracht. Da dachte ich mir, komm, probier's einfach mal alle Sorten. Das ist dein Plan? Mann, der ist ja brillant! Eine Sorte hatten wir schon mal in einer Mystery Box. Ich weiß aber nicht mehr, welche Sorte das war. Ich glaube, diese Chili-Lime-Sorte war das. Bin mir nicht sicher. Ach, bin ich dumm. Neben dieser Sorte haben wir noch die Originalsorte, die Fire Red Hot-Sorte und eben die neue Spicy Ranch. Wir werden gleich die ersten auspacken. Euch wird was auffallen wahrscheinlich, denn sie sehen sehr, sehr ähnlich aus wie die Takis, die ja mittlerweile wirklich jeder kennt. Yeah, baby, yeah. Und ja, sie sind auch eigentlich ähnlich wie Takis, denn es sind Flavored Tortilla Chips. Eingerollte Tortilla Chips. Genau wie Takis. Deswegen auch die Frage, ist das vielleicht eine gute Alternative zu Takis? Oder nicht? Thomas, selber nachdenken über deine dumme Frage. Auf der deutschen Besetzung, bei der Originalsorte, mit der wir anfangen, steht gerollter und frittierter Mais-Tortilla-Snack mit Salz und Limettengeschmack. Salz haben wir, glaube ich, bei, ja, zumindest nicht für mich bekannt, bei Takis nicht Salzgeschmack. In der Tat. Limettengeschmack, ja, den gibt's da, Salz nicht. Und ich glaube, dadurch, dass das Salzgeschmack ist, sind die auch nicht scharf. Also die Original-Chipsoys sind wahrscheinlich, wir testen jetzt gleich, nicht scharf und schmecken nach Salz und Limette. Wir öffnen's. Wir riechen. Riechen wie Pombeeren. Wegen dem Salz. Riechen wie Pombeeren. Ui, toll. Man muss auch gleich sagen, die sind auch ein bisschen dünner als Takis, finde ich zumindest. Kommt mir jetzt so vor. Ich habe jetzt keine Takis zum Vergleich da, aber ich glaube, Takis sind ein bisschen dicker. Ich probiere es jetzt mal. Die sind ja mega. Nice! Ich bin ja so ein Typ, ich finde Salzchips eigentlich immer sehr, sehr langweilig. Hier, durch die Limette, kriegt nur so einen geilen, sauren Geschmack. Und ja, Salz, auch einfach Salz halt. Und ja, auch der Salzgeschmack finde ich jetzt hier eigentlich relativ lecker. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwas anderes drin ist. Ich finde es geil. Ich gebe 9 von 10 Mikrosternen. 10, da fehlt noch ein Tick, aber lecker. Also ich habe jetzt nichts Vergleichbares damit. Wie gesagt, Pombeeren von mir aus und dann halt ein bisschen Limette drauf. Dann kommt man ähnlich dahin. Aber ja, irgendwie trotzdem noch besser. Also ja, 9 von 10 Mikrosternen für die Chipsoys, wie auch immer das ausspricht, original. Ich sag jetzt Chipsoys. Kommen wir zu Chipsoys Chili Lime. Wie gesagt, ich glaube, das hatte ich schon mal und das sollte auch vom Geschmack her, ich glaube, am ähnlichsten den Fuego, also den Original Takis sein. Glaube ich zumindest. Nein, ich denke nicht. Gerollte Maischips mit würzigem Chili und Limettengeschmack. Das ist ja eigentlich der, ja, Takis Geschmack. Ich öffne es mal. Farblich sehen die auch den Takis am ähnlichsten. Also ich rede immer von Takis. Da gibt es ja auch 20 Sorten. Ich rede von den Fuego, weil ich glaube, das sind die Original-Takis. Aha. Ja, so sehen die aus. Ich probiere es mal. Schmeckt denn schon anders da. Also sind auch gut scharf, wie Takis ja auch. Und ich muss auch sagen, ich finde es auch schlechter als die Original. Nicht, dass die schlecht wären. Aber ja, ich gebe jetzt hier 7 von 10 Mückensternen. Immer noch eine gute Sorte, aber ja, da würde ich jetzt tatsächlich sagen, ich würde eher die Takis bevorzugen. Das ist jetzt die Referenz, die ich hier die ganze Zeit nehme. Ne? Also, ja. So, dann haben wir hier Fire Red Hot. Was steht denn hier? Gerollte Maischips mit sehr pikantem Chili und Limette-Geschmack. Also quasi das gleiche wie eben, nur dass die Chili noch schärfer ist. Okay, probieren wir. Sehen eigentlich, ja, wie gerade eben aus. Ich probiere es mal. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie irgendwie krass schärfer sind als die gerade eben. Das ist eine absolute Frechheit. Der einzige Unterschied zu denen gerade eben ist eigentlich nur,
dass man die Limette nicht mehr so schmeckt. Der Limettengeschmack ist hier relativ im Hintergrund. Bei der letzten Sorte hat man es noch geschmeckt. Hier jetzt weniger. Aber wirklich viel schärfer. Würde ich jetzt nicht sagen. Sie sind beide gut scharf. Das schon, aber ja, dass man jetzt irgendwie eine Abstufung sagen könnte, die sind schärfer als die anderen, würde ich nicht sagen. Also auch hier jetzt, ja, komm, ich gebe hier jetzt mal 8 Sterne. Irgendwie fand ich es ein bisschen besser als die gerade eben, aber großen Unterschied gibt es nicht. Dann kommen wir zu der neuen Sorte, Chipotle Spicy Ranch. Jetzt mit Ranch-Geschmack, Ranch-Dressing-Geschmack, Ranch-Soße. Ich weiß nie genau, was das eigentlich ist. Ich glaube, ähnlich wie Kräutercreme oder sowas. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Hier steht es drauf, aufgerollte und im tiefen Öl gebratene Maischips mit Ranch-Soße-Geschmack. Im tiefen Öl gebraten. Okay, mal riechen. Ja, es könnte Ranch-Soße sein. Ich kenne mich da halt, wie gesagt, nicht so wirklich aus. Sehen sehr ähnlich aus wie die ganzen anderen halt auch. Sind halt aufgerollte Maischips. Ich probiere es. Jo, also ist halt so Ranch-Soße. Immer bist du verblödet oder bist du blöd? So, keine Ahnung, Zwiebel, Knoblauchgedöns irgendwie. Ja, es ist nicht schlecht. Also spicy, ja, wenig, sehr, sehr wenig. Ja, Ranch-Soße schmeckt wahrscheinlich so. Ich habe, glaube ich, noch nie eine Ranch-Soße gegessen. Ich mag Zwiebeln und Knoblauch sehr, sehr gerne. Deswegen finde ich es nicht schlecht. Ich weiß nicht genau, wo ich es einordnen soll. Ich glaube, ich gebe ihm auch 8 Sterne von 10 möglichen. Irgendwie, ja, es ist lecker, aber irgendwas fehlt mir, dass ich da mehr Sterne geben könnte. Also am besten war die Originalsorte. Und ansonsten kann man die schon mal machen, aber Takis ist schon was anderes. Also wenn ihr hier Takis erwartet, eine gute Alternative, würde ich jetzt nicht dazu raten, denn die schmecken schon anders. Dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn dem ganz was, wir gerne Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Wir sehen uns in den 90ern. Bye, bye.